So, meine Freunde, es geht weiter hier mit Let's Play. Silent Hill 3. Ja, Zwischensequenz. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? Well, I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry, I didn't mean to offend you.
Ja. Harry Mason. Ihr wisst ja Harry aus dem ersten Teil, ne? I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. Gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital. Okay? Roger. Juhu, wir dürfen wieder loslegen hier. Ja? Gut, ja. Aber ihr habt gehört zum Krankenhaus. Was für ein Zufall. So. Alles klar. Ja, gut. Gehen wir mal wieder hier raus. Okay, was ist denn hier los? Was ist denn in Silent Hill los? Hat sich ja kaum verändert. So, wir müssen also in ein Krankenhaus. Ja, das Blue Creek Apartment, da waren wir mit James drin im zweiten Teil. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und im Brookhaven Hospital waren wir, glaube ich, auch schon mit James. Ja. Mal gucken, wo ich hin muss, ne? Zurechtfinden in diesem Nebel. Okay. Ja, ich denke, ich muss hier lang, ne? Okay, versuchen wir einfach mal. Oh, Hundis. War das überhaupt nicht seltsam, ne? Nein. Hilfe. Ich glaube, sonst können wir auch nirgendwo hin, ne? Außer jetzt ins Krankenhaus. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn. So. Okay. Ja, ist ja gut. Ja. Ist klar. Ich wusste ja schon mal, dass die Stadt abnormal ist, aber sowas habe ich. Okay. Kommen wir erstmal zu Atem hier. Okay, alles wieder cool. Alles wieder cool.
Ihr Hochleistungsjoggerin. Einfach an allem vorbeirennen. Aber ich komme ja wieder irgendwelche Monster aus dem Wald gesprungen, einfach so. Und es ruckelt ein wenig. Was ich ziemlich seltsam finde. Aber na gut, da kann man, ich weiß nicht, ob das an der Aufnahme liegt oder ob das Spiel. Okay. Hab mich schon gewundert, warum ist das so dunkel? Oh oh. Die Krankenschwestern. Das gefällt mir. Gesundheitsdrinks. Ah, das ist natürlich Kaputski. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Wieso nicht? Schäme dich. Ach so, okay. Jetzt hat sie einen. Schön. Zack. Ja. Das Krankenhaus ist natürlich richtig groß. 3 Stockwerke. Plus Kellergeschoss. Das macht schon was her. Muss man ja einfach mal sagen. So. Ach, verdammt. Wieso habe ich eigentlich keine Pistole ausgerüstet? Schrotflintenmunition hat er auch nicht mehr. Aua. Aua. Oh. Nicht hier auf Kuschelgang gehen. Ah. Wollte ich gar nicht. Eine blöde Kuh. Au. Das Leben retten nicht nehmen. Au. Blöde. Ich hasse dich. Huch. Stirb. Los. Okay, sie ist tot. Okay. Ja, 2 Stück reichen erstmal. Für den Anfang. Weil es ein Krankenhaus, hier müssten ja jede Menge Sachen liegen. Zum Reinpeitschen. So. Der Onkel Doktor. Nur für Lebensmittel, keine Medikamente lange. Ja, ist das in Ordnung? Keine Ahnung. Ist ein Krankenschwester so, ist für diesen Lennart. Ob das der gleiche Lennart ist, von diesem Vincent gesprochen hat. Zimmer S12 zeigt leichte audiovisuelle Halluzinationen, emotionale Instabilität, obsessive Ideen, Verdacht auf leichte Schizophrenie, Beobachtung wird fortgesetzt, im Grunde ruhig und kooperativ mit starkem Sinn für Gerechtigkeit, Berichten zufolge Tendenz zu Gewalttätigkeit bei Überreizung. Die andere ist für Stanley Coleman, in der Regel passiv, feige und egoistisch, zeigt manchmal obsessive Zuneigung zu einer bestimmten Frau und handelt entsprechend. Ist er zu gewalttätigen Zwischenfällen geführt? Vorsicht ist angebracht. Okay. Coleman und Leonard.
Ja, das Kapuzki, das ist. Sonst ist ja nichts, ne? Nee. Obwohl. Moment. Was ist das? Ah. Okay. Aber willst du wissen, dass die Krankenakte was mit dir zu tun hat? Hä? Siehst du?